Leute, nach einer kleinen kurzen Unterbrechung von nur einer Woche sind wir wieder hier. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und ich weiß ja nicht mehr, wie das geht. So lange habe ich das hier nicht gemacht. Komm, ballern, da haben wir es. Clash der Rebellen ist schon ein bisschen älter. Ich weiß, Leute, aber es gucken nur sowieso nur drei Leute die Videos. Also, so, was haben wir hier drin? Das gucken wir uns am besten einfach an, indem wir den hier machen. Den. Ja? Wenn ihr auch den bei mir machen wollt, ne? Und dann nichts verpassen wollt, ja, einfach mal ein Abo da lassen, Leute. Würde mir die eine oder andere schlaflose und sehr traurige Nacht ersparen. Da bin ich ehrlich. Das hier ist Schild und Schwert 2. Schild und Schwert 3. Steht schon in den Startlöchern, kommt, ich glaube, nächste Woche oder vielleicht sogar schon diese Woche raus. Nur damit ihr Bescheid wisst, heute ist der 10. April. Oh, wir sehen, was man in Clash der Rebellen alles Schönes haben kann. Dann gibt es hier natürlich ein paar Tipps und Tricks zu den GX. Es sind leider V, aber sonst würde ich sie reimen. Dann ein wunderschönes Stück Pappe. Spielregeln. Wer schon immer mal wissen wollte, wie das Spiel funktioniert, bitteschön. Dann haben wir natürlich 8 wunderbare Booster Clash der Rebellen. Davon habe ich noch nicht allzu viele geöffnet. Das heißt, vieles Neues könnte mich hier erwarten. Einmal hier Plastikmüll und schön Würfel. Das Set-Symbol, sehr schön. Natürlich dürfen sie nicht fehlen. Die Boxtrenner, die macht man sich da mal rein. Einen wunderbaren Code für euch. Gar kein Problem. Eine Menge Energien, die niemand braucht. Und Höhlen. Ja, haben wir sie jetzt gesehen. Ist nicht weiter wild. Ihr kennt das. Das kam vor 3 Monaten raus. Ihr habt das bei allen anderen YouTubern schon vorher gesehen. So. Aber was ihr noch nicht gesehen habt, ist, was hier drin ist. Feuerwerk. Den Code einmal für euch. 1, 2, 3, 4. Und da das hier alles so gelb ist, Elektroenergie. Ach, naja. Fonifras, Morpeko, Anziehungsnetz, Vulpix, Hokumil, Galaporenta, Galamauzi, Raupi, Skuntank Reverse und... Alter, das ist ein richtig, richtig hübsches Akani. Bei den aktuellen 35 Grad im Schatten könnte ich so ein bisschen Holo-Glück, so ein bisschen Full-Art-Glück, irgendwie sowas, könnte ich hier brauchen. Feuerenergie. Nö. So, Sania, Maskeregen, Primano, Iguana, Voltoball, Knetsankabu, Vulpix, Smogon, Yarrow Reverse, da ist doch das Holo-Glück. Na, das ist es doch. Ein Holo-Skelabra. Sehr, sehr schön. Glitzern. Aber den Code, den könnt ihr mitnehmen. 1, 2, 3, 4, Feuerenergie. Schon wieder. Ja, immer noch nicht, wohl eher. Nugget, Alter, sieht einfach nur aus wie, wie heißt er, geflügelte Drache des Rahmen, Kugelmodus. Navi Taub, Horror-Psycho-Energie, okay, schnell weiter. Mauzi, Raupi, Alter, war Galakorazon, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es den überhaupt gibt. Shinox, Lombrero Reverse, die nächste Holo, Gala Corgason. Direkt die Entwicklung. Sehr schön. Das gefällt mir auch. Also schon 2 Holos aus 3 Boostern. 5 haben wir noch. Ja, nehme ich die gerne mit. Nehme ich die wirklich gern mit. So, Elektroenergie. Ich sage hier immer nur das Gleiche und ich treffe nicht ein einziges Mal. Akub, Skuntank, Hyperheiler, Fukano, Goldra, Schneebedeck. Bitora, sehr komisch, Galaflampion, Lichtel, diesmal keine Holo, diesmal wieder nur Much. Vielleicht scheppert es ja bei euch mit diesem Code. Luxio, den kennt man. Fandra, Pandra, Bronzong, Iguana, Gramoklis, Lichtel, die kennen wir. Flammenhalstuch, ach, das ist von diesem dritten Arena-Typen und ein Urgel im Much, das hatten wir schon mal irgendwann, das kenne ich. Das Beste, was man hier, glaube ich, ziehen kann, ich kann ja nochmal gleich reingucken, dann können wir mal so schauen, was hätte es eigentlich alles geben können und wie enttäuscht sind wir jetzt insgesamt. Kolossant, Natu, Schmerbe, Raffel, Knappel, Smetbo Reverse Holo wäre schön, Fasersnob, ja, habe ich auch noch nicht, glaube ich. Wann jetzt? 1, 2, 3, 4,
Oder ist das hier schon wieder kompletter Much? Ist das hier wieder komplett scheiße alles? Finsternisenergie. Waggong, gong, 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 gong. Gong, 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 gong. Geraldine, Grolda, Porenda, Gramokles, Schalkfab, Skalyk, Meditier und Tanatora wieder Much. Bitteschön. Das ist der Code. Morpeko. Anziehungsnetz. Skaraborn. Schmerbe, Raffel, Knapfel, Schalkfarb, Unratytox, ein süßes Toxel in Reverse und naja, wir haben immerhin noch ein Drapfel-Holo. Wenn wir also sagen, drei Holos aus 8 Boostern, so eine schöne V, das wäre doch was Geiles gewesen. Was hätte man denn hier haben können? Guckt euch mal die goldenen Karten an, die man hier haben kann. Ah, oh, das Mautzinger. Oder hier, Motinerva, das wäre doch mal was. Das würde ich doch gerne begrüßen. Oh, Befehl vom Boss hier. Sehr, sehr viel wert, glaube ich, aktuell noch. So ist das Kartenglück nun mal. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder besser. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne jetzt abonnieren. Like, wenn es euch gefallen hat. Ich schütze mir hier einen Ast ab. Und als nächstes, oh, da gibt es was Schönes. Ich zeige es euch einmal kurz. Perfekt. Das wird spannend. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss. Katze. Miau. Miau. Kinder.